Dr. Gregor Gysi ist der nächste Redner für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, Frau Bundeskanzlerin, ich muss Ihnen mal sagen, ich finde das ein bisschen unverfroren und arrogant. Sie halten hier eine Regierungserklärung, ich höre Ihnen die ganze Zeit zu, und die Erwiderung aus der Opposition, da stehen Sie auf, laufen rum und hören nicht zu. Das ist nicht anständig und es ist arrogant und falsch, wenn ich das mal deutlich sagen darf. Abgesehen davon hatten wir zunächst eine Bankenkrise, dann eine Krise des Euro und haben jetzt eine Staatsschuldenkrise. Übrigens auch in unserem Land. Denn Bund, Länder und Gemeinden haben neue Schulden im Umfange von 300 Milliarden Euro im letzten Jahr gemacht. Davon sind 232 Milliarden Euro auf die Bankenkrise zurückzuführen. Und ich habe eine Frage. Wer bezahlt jetzt diese Schulden? Ganz eindeutig bei uns, die Bürgerinnen und Bürger, nämlich die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, sogar die Hartz-IV-Empfangenden. Aber es gilt nicht das Verursacherprinzip, sonst würden nämlich die Banken das bezahlen müssen. Und genau das haben Sie immer abgelehnt. Ja, das ist wahr, das haben wir schon mal gesagt, aber geändert haben Sie es nicht, weil Sie die Banken immer schon, weil ja bei Ihnen die Bankenlobby regiert, nicht Sie selbst. Das ist nämlich das Problem mit dem, was hier in Deutschland zu tun haben. Und dasselbe gilt übrigens auch für Zahlungen in Europa. Und die Privatbanken verdienen ja glänzend. Ich muss Ihnen mal zwei Beispiele nennen, Herr Kauder, damit Sie das auch verbreiten in Baden-Württemberg. Also, erstes Beispiel. Die Europäische Zentralbank gibt ja keine Kredite an Staaten, auch nicht in Ausnahmesituationen, obwohl das jetzt dringend notwendig wäre. Was macht die Europäische Zentralbank? Die gibt zum Beispiel der Deutschen Bank einen Kredit von 1 Milliarde und verlangt 1 Prozentpunkt Zinsen. Dann geht die Deutsche Bank zur griechischen Regierung und zur irischen und sagt, wir haben gehört, ihr braucht Geld. Und dann sagen die, ja, das wäre ja schön, wir hätten gerne 1 Milliarde Euro. Und dann sagen die, ja, das machen wir, wenn ihr uns 13% Griechenland oder 10% Irland an Zinsen gibt. Mit einer Überweisung verdienen die ein Schweinegeld, ohne irgendetwas hergestellt oder einen Wert geschaffen zu haben. Ja, und ich sage Ihnen jetzt mal das zweite Beispiel. Jetzt müssen Sie noch das zweite Beispiel verbreiten, Herr Kauder. Die Hypo Real Estate haben Sie ja zusammen mit der SPD verstaatlicht. Damals haben wir, das ist ja auch selten, dass die CDU was verstaatlichen will und die Linke Kritik daran äußert. Das lag einfach daran, dass wir gesagt haben, wenn dann das schwedische Modell, dann müssen wir alle Privatgroßbanken übernehmen. Aber Sie wollten ja nur die höchstverschuldete Bank übernehmen. Und dadurch haben die Bürgerinnen und Bürger von Ihnen die gesamten Schulden der Hypo Real Estate bekommen. Insgesamt sind jetzt an die Deutsche Bank dadurch schon auch von unseren Bürgerinnen und Bürgern 20 Milliarden Euro bezahlt worden. Und deshalb können die riesige Dividenden an ihre Großaktionäre auszahlen und Boni an alle ihre Ackermänner. Das ist die Wahrheit und genau das ist das Problem. Hier brauchen wir endlich Gerechtigkeit. Und jetzt komme ich zu Griechenland, Irland, Portugal und Spanien und sage Ihnen, was Sie dort machen, Frau Bundeskanzlerin, ist eine Politik von Versailles. Ich hatte gehofft, wir würden aus Geschichte endlich lernen. Deutschland hat zu Recht den Ersten Weltkrieg verloren, aber die Sieger konnten in Versailles nicht aufhören zu siegen und haben dann ganz enge und demütigende Bedingungen für Deutschland festgelegt. Das war nicht der einzige, aber ein Grund dafür, dass dann die NSDAP mit ihrem entsetzlichen Nationalismus, Rassismus und Antisemitismus solchen Erfolg in Deutschland hatte. Und ich dachte, wir haben daraus gelernt. Aber was machen wir? Wir machen gegenüber Griechenland, Irland, Portugal und Spanien wieder eine Politik von Versailles. Sie verlangen Lohnsenkung dort, Rentensenkungen, Senkung der Sozialleistung, Rücknahme von Investitionen. Und die Frau Bundeskanzlerin hat es ja heute auch stolz gesagt, Griechenland soll öffentliches Eigentum im Wert von 50 Milliarden Euro verkaufen. Sollen sie auch noch die Akropolis verkaufen? Oder was stellen Sie sich eigentlich vor? Ich finde das indiskutabel. Ja, und der Rücktritt des portugiesischen Ministerpräsidenten liegt doch nur daran, dass die Opposition jetzt mehrheitlich entschieden hat, diesen Kurs von Versailles nicht mitzumachen. Und das ist völlig richtig. Übrigens nicht nur die Konservativen das auch entschieden haben, auch die Linken. Wenn die Konservativen in Opposition sind, haben sie ab und zu auch mal einen vernünftigen Gedanken. Selten, aber immerhin, es kommt dann vor. Das nächste Problem besteht darin, dass Sie ja die Finanzmärkte nicht reguliert haben. Was haben Sie denn gemacht, Frau Bundeskanzlerin? Also, weder haben Sie die Spekulation eingeschränkt, noch Leerverkäufe, noch Hedgefonds, noch Zweckgesellschaften. Es gibt auch keine Finanztransaktionssteuer. Und Herr Steinbrück,
Ich habe ja gerne gehört, dass Sie für die Finanztransaktionssteuer sind. Sie müssen nur zwei Dinge erklären. Erstens, warum Sie sie als Bundesfinanzminister nicht eingeführt haben. Und zweitens, weshalb Sie bei einer namentlichen Abstimmung dagegen gestimmt haben. Wenn Sie das noch erklären, dann sind wir hier einen Schritt weiter. Der Internationale Währungsfonds befürchtet jetzt übrigens eine neue und noch schlimmere Krise, und zwar, weil nichts reguliert worden ist. Und wir wollen nicht vergessen, Sie haben ja einen Fonds eingeführt für die nächste Krise. Da sollen die Banken ja jedes Jahr 1 Milliarde Euro einzahlen. Da Sie aber den Banken selber innerhalb einer Woche 480 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt haben, machen Sie ja eine sehr langfristige Politik, dann haben wir das Geld von den Banken schon in 480 Jahren, wenn ich das Ganze richtig verstehe. Aber abgesehen davon, jede Bundesregierung achtet immer auf den Export und nicht auf die Binnenwirtschaft. Deshalb die Reallohnsenkung, die Rentensenkung, die Sozialsenkung, weil sie wollen, dass alle Produkte ins Ausland so billig wie möglich verkauft werden können. Deshalb nehmen wir ja da auch Platz 2 ein. Und ich sage Ihnen, diese Einseitigkeit muss endlich überwunden werden. Wir brauchen eine Stärkung der Binnenwirtschaft. Und deshalb betone ich erneut, die einzige Mittelstandspartei ist die Linke. Und zwar, weil wir, ich wusste, dass Sie sich freuen. Und deshalb wiederhole ich es noch einmal. Und zwar, ich will Ihnen auch die Gründe sagen, Frau Homburger, damit Sie es verstehen. Passen Sie auf. Wir sind die Einzigen, die Lohnsteigerungen wollen, die Rentensteigerungen wollen, die Steigerung der Sozialleistungen wollen. Davon lebt der Gastwirt. Davon leben die kleinen und mittleren Unternehmen, die in der Binnenwirtschaft agieren. Und für die tun Sie gar nichts. Das ist die Wahrheit. Wir wollen ein soziales Europa der Völker und Sie wollen ein Hartz-IV-Europa. Der Reallohnabbau in den letzten 10 Jahren betrug in Deutschland 4,5%, auch mit der Regierung von SPD. Erklären Sie es doch mal, weshalb keine andere Industriegesellschaft einen Reallohnabbau hatte. Nur Deutschland. In Norwegen gab es sogar einen Plus von 25%. Das ist nicht vertretbar, was Sie auf dieser Strecke angerichtet haben. Dasselbe gilt für Renten und Sozialleistungen. Und Sie wollen auch statt eines sozialen Europas ein Agenda 2010 Europa. Und da spielt es immer keine Rolle, ob Union, SPD, FDP oder Grüne. Da sind Sie sich ja einig. Was bedeutet denn ein Agenda Europa? Das bedeutet prekäre Beschäftigung, Befristung, Leiharbeit, Aufstockung, der gesamte Niedriglohnsektor. Genau das ist ja alles durch 2010 massenhaft eingeführt worden in Deutschland. Und lassen Sie mich nur zu 3 Dingen etwas sagen. Befristete Beschäftigung bedeutet immer, den Leuten keine Perspektive zu geben. Sie wissen ja nicht, ob sie wieder einen Vertrag bekommen. Sie können sich überhaupt nicht darauf einstellen. Und das schwächt die Gewerkschaften. Weil jemand mit einem befristeten Vertrag kriege ich doch nicht zu einer Kundgebung gegen die Tätigkeit der Leitung seines eigenen Unternehmens, weil er Angst hat, keinen neuen Vertrag zu bekommen. Das ist ja auch Ihr Ziel. Deshalb der Ausbau der befristeten Tätigkeit. Und Leiharbeit ist für mich eine moderne Form der Sklaverei. Wir könnten ja wenigstens die französische Regelung einführen. Da steht drin, der muss dasselbe Geld von Anfang an bekommen, plus 10%. Ja, verstehen Sie, dann wird das nach einer Ausnahme und nicht wie hier in Deutschland für einen Zweidrittellohn oder für einen halben Lohn. Ja, Sie wollen das einführen nach 9 Monaten, wenn die alle schon wieder entlassen sind. Liebe FDP, das könnt ihr nun wirklich vergessen. Das ist eine Veralberung der Leute. Und dann noch was zu den Aufstockerinnen und Aufstockern. Aufstockerinnen und Aufstocker, die Vollzeit arbeiten, verdienen so wenig, dass sie anschließend dort Hartz IV beantragen müssen. Wir treiben diesbezüglich eine Subvention jährlich von 10 Milliarden Euro. Die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler Deutschlands bezahlen an die Aufstockerinnen und Aufstocker 10 Milliarden Euro. Und die Frau Bundeskanzlerin sagt ja immer, sie ist stolz darauf, dass der Staat da eingreift. Ich sage, es ist ein Grund, sich zu schämen. Was wir brauchen, ist, dass jemand, der einen Vollzeitjob hat, auch Anspruch auf einen Lohn hat, mit dem er in Würde leben kann und nicht zum Sozialamt geschickt zu werden. Und deshalb, ja, Sie müssen es ändern, dann brauchen Sie es nicht mehr zu hören. Aber zu einem Agenda, ja, wissen Sie was, in Deutschland haben wir 22% aller Beschäftigungsverhältnisse sind jetzt prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Das ist mehr als ein Fünftel. Das ist die Realität, mit der wir es zu tun haben. Und jetzt komme ich dazu, dass ein Agenda Europa auch bedeutet, die Rente erst ab 67 einzuführen. Die ganze Zeit reden Sie alle vier, SPD, Grüne, Union und FDP, davon, der demografische Faktor sei entscheidend. Die Leute würden immer älter werden. Das ist völlig falsch. Entscheidend ist die Produktivität. Wenn ein Bauer früher nur acht
Menschen versorgen konnte, so versorgt er heute über 80. Die Produktivitätssteigerung ist das Entscheidende. Deshalb müssen wir an eine Kürzung der Lebensarbeitszeit denken, auch der Wochenarbeitszeit, und nicht an eine Verlängerung. Ja, und Herr Müntefering, der ist ja nicht da, aber Herr Müntefering hat ja immer gesagt, man muss natürlich auch sehen, wie die Älteren beschäftigt sind. Nun sage ich es Ihnen, von den 63- bis 64-Jährigen sind 8,4% der Männer und 3,7% der Frauen in einem Vollzeitjob. Das ist die Realität. Und dann sagt auch die SPD denen, 2 Jahre länger arbeiten. Ich finde es indiskutabel. Ein Agenda Europa bedeutet ferner, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusehends die Kosten für ihre Gesundheit allein tragen müssen. Jetzt haben Sie, Union und FDP, doch ernsthaft den Arbeitgeberanteil eingefroren und gesagt, alle neuen zusätzlichen Kosten müssen die Versicherten, das heißt die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, allein tragen. Das ist extrem unsozial. Und wir brauchen ein Europa frei von Atomenergie und eine staatliche Energiepreisregulierung. Da rufen Sie immer, das sei Planwirtschaft. Sie haben auch von Planwirtschaft, wirklich von Tuten und Blasen, keine Ahnung, muss ich Ihnen sagen. Und zwar will ich Ihnen sagen, warum. Erstens hatten wir, das stimmt, erstens hatten wir Jahrzehnte, der staatlichen Energiepreisregulierung hier in Deutschland, in der Bundesrepublik Deutschland, und wir hatten dort keine Planwirtschaft. Und was Sie machen, wenn Sie Markt rufen, hätte ich ja nichts dagegen, aber wir haben 4 Konzerne. Das ist alles. Die haben sich Feudaldeutschland aufgeteilt. Und entgegen Ihrer Annahme sind die in der Lage, einmal mittwochs zu telefonieren. Und dann verabreden die sich, wie sie uns übernächste Woche abzocken. Und das muss endlich ein Ende haben. Und wir brauchen ein Europa des Friedens, frei von Kriegen. Nicht zu fassen ist, dass eine Bundesregierung aus SPD und Grünen und dann aus Union und SPD Waffenexporte an das feudale Saudi-Arabien, das nicht nur Menschenrechte, insbesondere Frauen verletzt, sondern aus dem sämtliche Zahlungen an die Terrororganisation Al-Qaida fließen, von 2005 bis 2009 im Wert von 471 Millionen Euro duldete. Panzer- und Munitionsfabrik wurden geschickt. Jetzt marschiert Saudi-Arabien in Bahrain ein und schießt mit deutschen Waffen auf friedliche Demonstranten. Die Regierung von Union und SPD, ich bin sofort fertig, Herr Präsident, die Regierung von Union und SPD hat ferner von 2006 bis 2009 Waffenexporte an Gaddafi im Wert von 83 Millionen Euro geliefert. Gestern hat Herr Kauder gesagt, das war ein Fehler. Ich würde es auch gerne von der SPD hören. Es war ein gravierender Fehler. Man weiß nämlich nie, auf wen Diktatoren dann schießen. Und deshalb sage ich Ihnen zum Schluss, der Kriegsbeschluss der UNO ist falsch. Der Außenminister kriegt jetzt mal mit, wie schwer es in Deutschland ist, nicht an einem Krieg teilzunehmen. Und ich füge hinzu, was SPD und Grüne bilden, ist die reine Eierei. Sagen Sie doch mal klipp und klar, ob Sie dafür oder dagegen sind. Und sagen Sie nicht nur, die Regierung hätte sich klarer äußern müssen. Ich bin froh, einer Fraktion anzugehören, die klar Nein zum Krieg als politisches Mittel sagt. Wie übrigens auch Willy Brandt. Haben Sie die Spekulation eingeschränkt, noch Leerverkäufe, noch Hedgefonds, noch Zweckgesellschaften. Es gibt auch keine Finanztransaktionssteuer. Und Herr Steinbrück, ich habe ja gerne gehört, dass Sie für die Finanztransaktionssteuer sind. Sie müssen nur 2 Dinge erklären. Erstens, warum Sie sie als Bundesfinanzminister nicht eingeführt haben. Und zweitens, weshalb Sie bei einer namentlichen Abstimmung dagegen gestimmt haben. Wenn Sie das noch erklären, dann sind wir hier einen Schritt weiter. Der Internationale Währungsfonds befürchtet jetzt übrigens eine neue und noch schlimmere Krise, und zwar, weil nichts reguliert worden ist. Und wir wollen nicht vergessen, Sie haben ja einen Fonds eingeführt für die nächste Krise. Da sollen die Banken ja jedes Jahr 1 Milliarde Euro einzahlen. Da Sie aber den Banken selber innerhalb einer Woche 480 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt haben, machen Sie ja eine sehr langfristige Politik, dann haben wir das Geld von den Banken schon in 480 Jahren, wenn ich das Ganze richtig verstehe. Aber abgesehen davon, jede Bundesregierung achtet immer auf den Export und nicht auf die Binnenwirtschaft. Deshalb die Reallohnsenkung, die Rentensenkung, die Sozialsenkung, weil sie wollen, dass alle Produkte ins Ausland so billig wie möglich verkauft werden können. Deshalb nehmen wir ja da auch Platz 2 ein.
Und ich sage Ihnen, diese Einseitigkeit muss endlich überwunden werden. Wir brauchen eine Stärkung der Binnenwirtschaft. Und deshalb betone ich erneut, die einzige Mittelstandspartei ist die Linke. Und zwar, weil wir, ich wusste, dass Sie sich freuen. Und deshalb wiederhole ich es noch einmal. Und zwar, ich will Ihnen auch die Gründe sagen, Frau Homburger, damit Sie es verstehen. Passen Sie auf. Wir sind die Einzigen, die Lohnsteigerungen wollen, die Rentensteigerungen wollen, die Steigerung der Sozialleistungen wollen. Davon lebt der Gastwirt. Davon leben die kleinen und mittleren Unternehmen, die in der Binnenwirtschaft agieren. Und für die tun Sie gar nichts. Das ist die Wahrheit. Wir wollen ein soziales Europa der Völker und Sie wollen ein Hartz-IV-Europa. Der Reallohnabbau in den letzten 10 Jahren betrug in Deutschland 4,5%, auch mit der Regierung von SPD. Erklären Sie es doch mal, weshalb keine andere Industriegesellschaft einen Reallohnabbau hatte. Nur Deutschland. In Norwegen gab es sogar einen Plus von 25%. Das ist nicht vertretbar, was Sie auf dieser Strecke angerichtet haben. Dasselbe gilt für Renten und Sozialleistungen. Und Sie wollen auch statt eines sozialen Europas ein Agenda 2010-Europa. Und da spielt es immer keine Rolle, ob Union, SPD, FDP oder Grüne. Da sind Sie sich ja einig. Was bedeutet denn ein Agenda-Europa? Das bedeutet prekäre Beschäftigung, Befristung, Leiharbeit, Aufstockung, der gesamte Niedriglohnsektor. Genau das ist ja alles durch 2010 massenhaft eingeführt worden in Deutschland. Und lassen Sie mich nur zu 3 Dingen etwas sagen. Befristete Beschäftigung bedeutet immer, den Leuten keine Perspektive zu geben. Sie wissen ja nicht, ob sie wieder einen Vertrag bekommen. Sie können sich überhaupt nicht darauf einstellen. Und das schwächt die Gewerkschaften. Weil jemand mit einem befristeten Vertrag kriege ich doch nicht zu einer Kundgebung gegen die Tätigkeit der Leitung seines eigenen Unternehmens, weil er Angst hat, keinen neuen Vertrag zu bekommen. Das ist ja auch Ihr Ziel. Deshalb der Ausbau der befristeten Tätigkeit. Und Leiharbeit ist für mich eine moderne Form der Sklaverei. Wir könnten ja wenigstens die französische Regelung einführen. Da steht drin, der muss dasselbe Geld von Anfang an bekommen, plus 10%. Ja, verstehen Sie, dann wird das nach einer Ausnahme und nicht wie hier in Deutschland für einen Zweidrittellohn oder für einen halben Lohn. Ja, Sie wollen das einführen nach 9 Monaten, wenn die alle schon wieder entlassen sind. Liebe FDP, das könnt ihr nun wirklich vergessen. Das ist eine Veralberung der Leute. Und dann noch was zu den Aufstockerinnen und Aufstockern. Aufstockerinnen und Aufstocker, die Vollzeit arbeiten, verdienen so wenig, dass sie anschließend dort Hartz IV beantragen müssen. Wir treiben diesbezüglich eine Subvention jährlich von 10 Milliarden Euro. Die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler Deutschlands bezahlen an die Aufstockerinnen und Aufstocker 10 Milliarden Euro. Und die Frau Bundeskanzlerin sagt ja immer, sie ist stolz darauf, dass der Staat da eingreift. Ich sage, es ist ein Grund, sich zu schämen. Was wir brauchen, ist, dass jemand, der einen Vollzeitjob hat, auch Anspruch auf einen Lohn hat, mit dem er in Würde leben kann und nicht zum Sozialamt geschickt zu werden. Und deshalb, ja, Sie müssen es ändern, dann brauchen Sie es nicht mehr zu hören. Aber zu einem Agenda, ja, wissen Sie was, in Deutschland haben wir 22% aller Beschäftigungsverhältnisse sind jetzt prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Das ist mehr als ein Fünftel. Das ist die Realität, mit der wir es zu tun haben. Und jetzt komme ich dazu, dass ein Agenda Europa auch bedeutet, die Rente erst ab 67 einzuführen. Die ganze Zeit reden Sie alle 4, SPD, Grüne, Union und FDP, davon, der demografische Faktor sei entscheidend. Die Leute würden immer älter werden. Das ist völlig falsch. Entscheidend ist die Produktivität. Wenn ein Bauer früher nur 8 Menschen versorgen konnte, so versorgt er heute über 80. Die Produktivitätssteigerung ist das Entscheidende. Deshalb müssen wir an eine Kürzung der Lebensarbeitszeit denken, auch der Wochenarbeitszeit und nicht an eine Verlängerung. Ja, und Herr Müntefering, der ist ja nicht da, aber Herr Müntefering hat ja immer gesagt, man muss natürlich auch sehen, wie die Älteren beschäftigt sind. Nun sage ich es Ihnen, von den 63- bis 64-Jährigen sind 8,4% der Männer und 3,7% der Frauen in einem Vollzeitjob. Das ist die Realität. Und dann sagt auch die SPD denen, 2 Jahre länger arbeiten. Ich finde es indiskutabel. Ein Agenda Europa bedeutet ferner, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusehends die Kosten für ihre Gesundheit allein tragen müssen. Jetzt haben Sie, Union und FDP, doch ernsthaft den Arbeitgeberanteil eingefroren und gesagt, alle neuen zusätzlichen Kosten müssen die Versicherten, das heißt die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, allein tragen. Das ist extrem unsozial. Und wir brauchen ein Europa frei von Atomenergie und eine staatliche Energiepreisregulierung.
Da rufen Sie immer, das sei Planwirtschaft. Sie haben auch von Planwirtschaft, wirklich von Tuten und Blasen, keine Ahnung, muss ich Ihnen sagen. Und zwar will ich Ihnen sagen, warum. Erstens hatten wir, das stimmt, erstens hatten wir Jahrzehnte, der staatlichen Energiepreisregulierung hier in Deutschland, in der Bundesrepublik Deutschland, und wir hatten dort keine Planwirtschaft. Und was Sie machen, wenn Sie Markt rufen, hätte ich ja nichts dagegen, aber wir haben 4 Konzerne. Das ist alles. Die haben sich feudal Deutschland aufgeteilt. Und entgegen Ihrer Annahme sind die in der Lage, einmal mittwochs zu telefonieren. Und dann verabreden die sich, wie sie uns übernächste Woche abzocken. Und das muss endlich ein Ende haben. Und wir brauchen ein Europa des Friedens, frei von Kriegen. Nicht zu fassen ist, dass eine Bundesregierung aus SPD und Grünen und dann aus Union und SPD Waffenexporte an das feudale Saudi-Arabien, das nicht nur Menschenrechte, insbesondere Frauen verletzt, sondern aus dem sämtliche Zahlungen an die Terrororganisation Al-Qaida fließen von 2005 bis 2020. Dr. Gregor Gysi ist der nächste Redner für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, Frau Bundeskanzlerin, ich muss Ihnen mal sagen, ich finde das ein bisschen unverfroren und arrogant. Sie halten hier eine Regierungserklärung, ich höre Ihnen die ganze Zeit zu, und die Erwiderung aus der Opposition, da stehen Sie auf, laufen rum und hören nicht zu. Das ist nicht anständig und es ist arrogant und falsch, wenn ich das mal deutlich sagen darf. Abgesehen davon hatten wir zunächst eine Bankenkrise, dann eine Krise des Euro und haben jetzt eine Staatsschuldenkrise. Übrigens auch in unserem Land. Denn Bund, Länder und Gemeinden haben neue Schulden im Umfange von 300 Milliarden Euro im letzten Jahr gemacht. Davon sind 232 Milliarden Euro auf die Bankenkrise zurückzuführen. Und ich habe eine Frage. Wer bezahlt jetzt diese Schulden? Ganz eindeutig bei uns, die Bürgerinnen und Bürger, nämlich die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, sogar die Hartz-IV-Empfangenden. Aber es gilt nicht das Verursacherprinzip, sonst würden nämlich die Banken das bezahlen müssen. Und genau das haben Sie immer abgelehnt. Ja, das ist wahr, das haben wir schon mal gesagt, aber geändert haben Sie es nicht, weil Sie die Banken immer schonen, weil ja bei Ihnen die Bankenlobby regiert, nicht Sie selbst. Das ist nämlich das Problem mit dem, was hier in Deutschland zu tun haben. Und dasselbe gilt übrigens auch für Zahlungen in Europa. Und die Privatbanken verdienen ja glänzend. Ich muss Ihnen mal 2 Beispiele nennen, Herr Kauder, damit Sie das auch verbreiten in Baden-Württemberg. Also, erstes Beispiel. Die Europäische Zentralbank gibt ja keine Kredite an Staaten, auch nicht in Ausnahmesituationen, obwohl das jetzt dringend notwendig wäre. Was macht die Europäische Zentralbank? Die gibt zum Beispiel der Deutschen Bank einen Kredit von 1 Milliarde und verlangt 1% Zinsen. Dann geht die Deutsche Bank zur griechischen Regierung und zur irischen und sagt, wir haben gehört, ihr braucht Geld. Und dann sagen die, ja, das wäre ja schön, wir hätten gerne 1 Milliarde Euro. Und dann sagen die, ja, das machen wir, wenn ihr uns 13% Griechenland oder 10% Irland an Zinsen gibt. Mit einer Überweisung verdienen die ein Schweinegeld, ohne irgendetwas hergestellt oder einen Wert geschaffen zu haben. Ja, und ich sage Ihnen jetzt mal das zweite Beispiel. Jetzt müssen Sie noch das zweite Beispiel verbreiten, Herr Kauder. Die Hypo Real Estate haben Sie ja zusammen mit der SPD verstaatlicht. Damals haben wir das ja auch selten, dass die CDU was verstaatlichen will und die Linke Kritik daran äußert. Das lag einfach daran, dass wir gesagt haben, wenn dann das schwedische Modell, dann müssen wir alle Privatgroßbanken übernehmen. Aber Sie wollten ja nur die höchstverschuldete Bank übernehmen. Und dadurch haben die Bürgerinnen und Bürger von Ihnen die gesamten Schulden der Hypo Real Estate bekommen. Insgesamt sind jetzt an die Deutsche Bank dadurch schon auch von unseren Bürgerinnen und Bürgern 20 Milliarden Euro bezahlt worden. Und deshalb können die riesige Dividenden an ihre Großaktionäre auszahlen und Boni an alle ihre Ackermänner. Das ist die Wahrheit und genau das ist das Problem. Hier brauchen wir endlich Gerechtigkeit. Und jetzt komme ich zu Griechenland, Irland, Portugal und Spanien und sage Ihnen, was Sie dort machen, Frau Bundeskanzlerin, ist eine Politik von Versailles. Ich hatte gehofft, wir würden aus Geschichte endlich lernen. Deutschland hat zu Recht den Ersten Weltkrieg verloren, aber die Sieger konnten in Versailles nicht aufhören zu siegen und haben dann ganz enge und demütigende Bedingungen für Deutschland festgelegt. Das war nicht der einzige, aber ein Grund dafür, dass dann die NSDAP mit ihrem entsetzlichen Nationalismus, Rassismus und Antisemitismus solchen Erfolg in Deutschland hatte. Und ich dachte, wir haben daraus gelernt. Aber was machen wir? Wir machen gegenüber Griechenland, Irland, Portugal und Spanien wieder eine Politik von Versailles. Sie verlangen
Lohnsenkungen dort, Rentensenkungen, Senkung der Sozialleistungen, Rücknahme von Investitionen. Und die Frau Bundeskanzlerin hat es ja heute auch stolz gesagt, Griechenland soll öffentliches Eigentum im Wert von 50 Milliarden Euro verkaufen. Sollen sie auch noch die Akropolis verkaufen? Oder was stellen Sie sich eigentlich vor? Ich finde das indiskutabel. Ja, und der Rücktritt des portugiesischen Ministerpräsidenten liegt doch nur daran, dass die Opposition jetzt mehrheitlich entschieden hat, diesen Kurs von Versailles nicht mitzumachen. Und das ist völlig richtig. Übrigens nicht nur die Konservativen das auch entschieden haben, auch die Linken. Wenn die Konservativen in Opposition sind, haben sie ab und zu auch mal einen vernünftigen Gedanken. Selten, aber immerhin. Es kommt dann vor. Das nächste Problem besteht darin, dass Sie ja die Finanzmärkte nicht reguliert haben. Was haben Sie denn gemacht, Frau Bundeskanzlerin? Also, weder Produkte ins Ausland so billig wie möglich verkauft werden können. Deshalb nehmen wir ja da auch Platz 2 ein. Und ich sage Ihnen, diese Einseitigkeit muss endlich überwunden werden. Wir brauchen eine Stärkung der Binnenwirtschaft. Und deshalb betone ich erneut, die einzige Mittelstandspartei ist die Linke. Und zwar, weil wir, ich wusste, dass Sie sich freuen. Und deshalb wiederhole ich es noch einmal. Und zwar, ich will Ihnen auch die Gründe sagen, Frau Homburger, damit Sie es verstehen. Passen Sie auf. Wir sind die Einzigen, die Lohnsteigerungen wollen, die Rentensteigerungen wollen, die Steigerung der Sozialleistungen wollen. Davon lebt der Gastwirt. Davon leben die kleinen und mittleren Unternehmen, die in der Binnenwirtschaft agieren. Und für die tun Sie gar nichts. Das ist die Wahrheit. Wir wollen ein soziales Europa der Völker und Sie wollen ein Hartz-IV-Europa. Der Reallohnabbau in den letzten 10 Jahren betrug in Deutschland 4,5%, auch mit der Regierung von SPD. Erklären Sie es doch mal, weshalb keine andere Industriegesellschaft einen Reallohnabbau hatte. Nur Deutschland. In Norwegen gab es sogar einen Plus von 25%. Das ist nicht vertretbar, was Sie auf dieser Strecke angerichtet haben. Dasselbe gilt für Renten und Sozialleistungen. Und Sie wollen auch statt eines sozialen Europas ein Agenda 2010-Europa. Und da spielt es immer keine Rolle, ob Union, SPD, FDP oder Grüne. Da sind Sie sich ja einig. Was bedeutet denn ein Agenda-Europa? Das bedeutet prekäre Beschäftigung, Befristung, Leiharbeit, Aufstockung, der gesamte Niedriglohnsektor. Genau das ist ja alles durch 2010 massenhaft eingeführt worden in Deutschland. Und lassen Sie mich nur zu 3 Dingen etwas sagen. Befristete Beschäftigung bedeutet immer, den Leuten keine Perspektive zu geben. Sie wissen ja nicht, ob sie wieder einen Vertrag bekommen. Sie können sich überhaupt nicht darauf einstellen. Und das schwächt die Gewerkschaften. Weil jemand mit einem befristeten Vertrag kriege ich doch nicht zu einer Kundgebung gegen die Tätigkeit der Leitung seines eigenen Unternehmens, weil er Angst hat, keinen neuen Vertrag zu bekommen. Das ist ja auch Ihr Ziel. Deshalb der Ausbau der befristeten Tätigkeit. Und Leiharbeit ist für mich eine moderne Form der Sklaverei. Wir könnten ja wenigstens die französische Regelung einführen. Da steht drin, der muss dasselbe Geld von Anfang an bekommen, plus 10%. Ja, verstehen Sie, dann wird das nach einer Ausnahme und nicht wie hier in Deutschland für einen Zweidrittellohn oder für einen halben Lohn. Ja, Sie wollen das einführen nach 9 Monaten, wenn die alle schon wieder entlassen sind. Liebe FDP, das könnt ihr nur wirklich vergessen. Das ist eine Veralberung der Leute. Und dann noch was zu den Aufstockerinnen und Aufstockern. Aufstockerinnen und Aufstocker, die Vollzeit arbeiten, verdienen so wenig, dass sie anschließend dort Hartz IV beantragen müssen. Wir treiben diesbezüglich eine Subvention jährlich von 10 Milliarden Euro. Die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler Deutschlands bezahlen an die Aufstockerinnen und Aufstocker 10 Milliarden Euro. Und die Frau Bundeskanzlerin, sie selbst, das ist nämlich das Problem mit dem, was hier in Deutschland zu tun haben. Und dasselbe gilt übrigens auch für Zahlungen in Europa. Und die Privatbanken verdienen ja glänzend. Ich muss Ihnen mal 2 Beispiele nennen, Herr Kauder, damit Sie das auch verbreiten in Baden-Württemberg. Also, erstes Beispiel. Die Europäische Zentralbank gibt ja keine Kredite an Staaten, auch nicht in Ausnahmesituationen, obwohl das jetzt dringend notwendig wäre. Was macht die Europäische Zentralbank? Die gibt zum Beispiel der Deutschen Bank einen Kredit von 1 Milliarde und verlangt 1% Zinsen. Dann geht die Deutsche Bank zur griechischen Regierung und zur irischen und sagt, wir haben gehört, ihr braucht Geld. Und dann sagen die, ja, das wäre ja schön, wir hätten gerne 1 Milliarde Euro. Und dann sagen die, ja, das machen wir, wenn ihr uns 13% Griechenland oder 10% Irland an Zinsen gebt. Mit einer Überweisung verdienen die ein Schweinegeld, ohne irgendetwas hergestellt oder einen Wert geschaffen zu haben. Ja, und ich sage Ihnen jetzt mal das zweite Beispiel. Jetzt müssen Sie noch das zweite Beispiel verbreiten, Herr Kauder. Die Hypo Real Estate haben Sie ja zusammen mit der SPD verstaatlicht.
Damals haben wir das ja auch selten, dass die CDU was verstaatlichen will und die Linke Kritik daran äußert. Das lag einfach daran, dass wir gesagt haben, wenn dann das schwedische Modell, dann müssen wir alle Privatgroßbanken übernehmen. Aber Sie wollten ja nur die höchstverschuldete Bank übernehmen. Und dadurch haben die Bürgerinnen und Bürger von Ihnen die gesamten Schulden der Hypo Real Estate bekommen. Insgesamt sind jetzt an die Deutsche Bank dadurch schon auch von unseren Bürgerinnen und Bürgern 20 Milliarden Euro bezahlt worden. Und deshalb können die riesige Dividenden an ihre Großaktionäre auszahlen und Boni an alle ihre Ackermänner. Das ist die Wahrheit und genau das ist das Problem. Hier brauchen wir endlich Gerechtigkeit. Und jetzt komme ich zu Griechenland, Irland, Portugal und Spanien und sage Ihnen, was Sie dort machen, Frau Bundeskanzlerin, ist eine Politik von Versailles. Ich hatte gehofft, wir würden aus Geschichte endlich lernen. Deutschland hat zu Recht den Ersten Weltkrieg verloren, aber die Sieger konnten in Versailles nicht aufhören zu siegen und haben dann ganz enge und demütigende Bedingungen für Deutschland festgelegt. Das war nicht der einzige, aber ein Grund dafür, dass dann die NSDAP mit ihrem entsetzlichen Nationalismus, Rassismus und Antisemitismus solchen Erfolg in Deutschland hatte. Und ich dachte, wir haben daraus gelernt. Aber was machen wir? Wir machen gegenüber Griechenland, Irland, Portugal und Spanien wieder eine Politik von Versailles. Sie verlangen Lohnsenkungen dort, Rentensenkungen, Senkung der Sozialleistung, Rücknahme von Investitionen. Und die Frau Bundeskanzlerin hat es ja heute auch stolz gesagt, Griechenland soll öffentliches Eigentum im Wert von 50 Milliarden Euro verkaufen. Sollen sie auch noch die Akropolis verkaufen? Oder was stellen Sie sich eigentlich vor? Ich finde das indiskutabel. Ja, und der Rücktritt des portugiesischen Ministerpräsidenten liegt doch nur daran, dass die Opposition jetzt mehr hat und Sie wollen ein Hartz-IV-Europa. Der Reallohnabbau in den letzten 10 Jahren betrug in Deutschland 4,5%, auch mit der Regierung von SPD. Erklären Sie es doch mal, weshalb keine andere Industriegesellschaft einen Reallohnabbau hatte, nur Deutschland. In Norwegen gab es sogar einen Plus von 25%. Das ist nicht vertretbar, was Sie auf dieser Strecke angerichtet haben. Dasselbe gilt für Renten und Sozialleistungen. Und Sie wollen auch statt eines sozialen Europas ein Agenda 2010 Europa. Und da spielt es immer keine Rolle, ob Union, SPD, FDP oder Grüne. Da sind Sie sich ja einig. Was bedeutet denn ein Agenda Europa? Das bedeutet prekäre Beschäftigung, Befristung, Leiharbeit, Aufstockung, der gesamte Niedriglohnsektor. Genau das ist ja alles durch 2010 massenhaft eingeführt worden in Deutschland. Und lassen Sie mich nur zu 3 Dingen etwas sagen. Befristete Beschäftigung bedeutet immer, den Leuten keine Perspektive zu geben. Sie wissen ja nicht, ob Sie wieder einen Vertrag bekommen. Sie können sich überhaupt nicht darauf einstellen. Und das schwächt die Gewerkschaften. Weil jemand mit einem befristeten Vertrag kriege ich doch nicht zu einer Kundgebung gegen die Tätigkeit der Leitung seines eigenen Unternehmens, weil er Angst hat, keinen neuen Vertrag zu bekommen. Das ist ja auch Ihr Ziel. Deshalb der Ausbau der befristeten Tätigkeit. Und Leiharbeit ist für mich eine moderne Form der Sklaverei. Wir könnten ja wenigstens die französische Regelung einführen. Da steht drin, der muss dasselbe Geld von Anfang an bekommen, plus 10%. Ja, verstehen Sie, dann wird das nach einer Ausnahme und nicht wie hier in Deutschland für einen Zweidrittellohn oder für einen halben Lohn. Ja, Sie wollen das einführen nach 9 Monaten, wenn die alle schon wieder entlassen sind. Liebe FDP, das könnt ihr nun wirklich vergessen. Das ist eine Veralberung der Leute. Und dann noch was zu den Aufstockerinnen und Aufstockern. Aufstockerinnen und Aufstocker, die Vollzeit arbeiten, verdienen so wenig, dass sie anschließend dort Hartz IV beantragen müssen. Wir treiben diesbezüglich eine Subvention jährlich von 10 Milliarden Euro. Die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler Deutschlands bezahlen an die Aufstockerinnen und Aufstocker 10 Milliarden Euro. Und die Frau Bundeskanzlerin sagt ja immer, sie ist stolz darauf, dass der Staat da eingreift. Ich sage, es ist ein Grund, sich zu schämen. Was wir brauchen, ist, dass jemand, der einen Vollzeitjob hat, auch Anspruch auf einen Lohn hat, mit dem er in Würde leben kann und nicht zum Sozialamt geschickt zu werden. Und deshalb, ja, Sie müssen es ändern, dann brauchen Sie es nicht mehr zu hören. Aber zu einem Agenda, ja, wissen Sie was, in Deutschland haben wir 22% aller Beschäftigungsverhältnisse sind jetzt prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Das ist mehr als ein Fünftel. Das ist die Realität, mit der wir es zu tun haben. Und jetzt komme ich dazu, dass ein Agenda Europa auch bedeutet, die Rente erst ab 67 einzuführen. Die ganze Zeit reden Sie alle vier, SPD, Grüne, Union und FDP, davon, der demografische Faktor sei entscheidend. Die Leute würden immer 4% der Männer
und 3,7% der Frauen in einem Vollzeitjob. Das ist die Realität. Und dann sagt auch die SPD denen, 2 Jahre länger arbeiten. Ich finde es indiskutabel. Ein Agenda Europa bedeutet ferner, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusehends die Kosten für ihre Gesundheit allein tragen müssen. Jetzt haben Sie, Union und FDP, doch ernsthaft den Arbeitgeberanteil eingefroren und gesagt, alle neuen zusätzlichen Kosten müssen die Versicherten, das heißt die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, allein tragen. Das ist extrem unsozial. Und wir brauchen ein Europa frei von Atomenergie und eine staatliche Energiepreisregulierung. Und da rufen Sie immer, das sei Planwirtschaft. Sie haben auch von Planwirtschaft, wirklich von Tuten und Blasen, keine Ahnung, muss ich Ihnen sagen. Und zwar will ich Ihnen sagen, warum. Erstens hatten wir Jahrzehnte der staatlichen Energiepreisregulierung hier in Deutschland, in der Bundesrepublik Deutschland, und wir hatten dort keine Planwirtschaft. Und was Sie machen, wenn Sie Markt rufen, hätte ich ja nichts dagegen, aber wir haben 4 Konzerne, das ist alles, die haben sich feudal Deutschland aufgeteilt. Und entgegen Ihrer Annahme sind die in der Lage, einmal mittwochs zu telefonieren. Und dann verabreden die sich, wie sie uns übernächste Woche abzocken. Und das muss endlich ein Ende haben. Und wir brauchen ein Europa des Friedens, frei von Kriegen. Nicht zu fassen ist, dass eine Bundesregierung aus SPD und Grünen und dann aus Union und SPD Waffenexporte an das feudale Saudi-Arabien, das nicht nur Menschenrechte, insbesondere Frauen verletzt, sondern aus dem sämtliche Zahlungen an die Terrororganisation Al-Qaida fließen, von 2005 bis 2009 im Wert von 471 Millionen Euro duldete. Panzer- und Munitionsfabrik wurden geschickt. Jetzt marschiert Saudi-Arabien in Bahrain ein und schießt mit deutschen Waffen auf friedliche Demonstranten. Die Regierung von Union und SPD, ich bin sofort fertig, Herr Präsident, die Regierung von Union und SPD hat ferner von 2006 bis 2009 Waffenexporte an Gaddafi im Wert von 83 Millionen Euro geliefert. Gestern hat Herr Kauder gesagt, das war ein Fehler. Ich würde es auch gerne von der SPD hören. Es war ein gravierender Fehler. Man weiß nämlich nie, auf wen Diktatoren dann schießen. Und deshalb sage ich Ihnen zum Schluss, der Kriegsbeschluss der UNO ist falsch. Der Außenminister kriegt jetzt mal mit, wie schwer es in Deutschland ist, nicht an einem Krieg teilzunehmen. Und ich füge hinzu, was SPD und Grüne bilden, ist die reine Eierei. Sagen Sie doch mal klipp und klar, ob Sie dafür oder dagegen sind. Und sagen Sie nicht nur, die Regierung hätte sich klarer äußern müssen. Ich bin froh, einer Fraktion anzugehören, die klar Nein zum Krieg als politisches Mittel sagt. Wie übrigens auch Willy Brandt. Wirklich verkauft werden können. Deshalb nehmen wir ja da auch Platz 2 ein. Und ich sage Ihnen, diese Einseitigkeit muss endlich überwunden werden. Wir brauchen eine Stärkung der Binnenwirtschaft. Und deshalb betone ich erneut, die einzige Mittelstandspartei ist die Linke. Und zwar, weil wir, ich wusste, dass Sie sich freuen. Und deshalb wiederhole ich es noch einmal. Und zwar, ich will Ihnen auch die Gründe sagen, Frau Homburger, damit Sie es verstehen. Passen Sie auf. Wir sind die Einzigen, die Lohnsteigerungen wollen, die Rentensteigerungen wollen, die Steigerung der Sozialleistungen wollen. Davon lebt der Gastwirt. Davon leben die kleinen und mittleren Unternehmen, die in der Binnenwirtschaft agieren. Und für die tun Sie gar nichts. Das ist die Wahrheit. Wir wollen ein soziales Europa der Völker und Sie wollen ein Hartz-IV-Europa. Der Reallohnabbau in den letzten 10 Jahren betrug in Deutschland 4,5%, auch mit der Regierung von SPD. Erklären Sie es doch mal, weshalb keine andere Industriegesellschaft einen Reallohnabbau hatte. Nur Deutschland. In Norwegen gab es sogar einen Plus von 25%. Das ist nicht vertretbar, was Sie auf dieser Strecke angerichtet haben. Dasselbe gilt für Renten und Sozialleistungen. Und Sie wollen auch statt eines sozialen Europas ein Agenda 2010-Europa. Und da spielt es immer keine Rolle, ob Union, SPD, FDP oder Grüne. Da sind Sie sich ja einig. Was bedeutet denn ein Agenda Europa? Das bedeutet prekäre Beschäftigung, Befristung, Leiharbeit, Aufstockung, der gesamte Niedriglohnsektor. Genau das ist ja alles durch 2010 massenhaft eingeführt worden in Deutschland. Und lassen Sie mich nur zu 3 Dingen etwas sagen.
Befristete Beschäftigung bedeutet immer, den Leuten keine Perspektive zu geben. Sie wissen ja nicht, ob sie wieder einen Vertrag bekommen. Sie können sich überhaupt nicht darauf einstellen. Und das schwächt die Gewerkschaften. Weil jemand mit einem befristeten Vertrag kriege ich doch nicht zu einer Kundgebung gegen die Tätigkeit der Leitung seines eigenen Unternehmens, weil er Angst hat, keinen neuen Vertrag zu bekommen. Das ist ja auch ihr Ziel. Deshalb der Ausbau der befristeten Tätigkeit. Und Leiharbeit ist für mich eine moderne Form der Sklaverei. Wir könnten ja wenigstens die französische Regelung einführen. Da steht drin, der muss dasselbe Geld von Anfang an bekommen, plus 10%. Ja, verstehen Sie, dann wird das nach einer Ausnahme und nicht wie hier in Deutschland für einen Zweidrittellohn oder für einen halben Lohn. Ja, Sie wollen das einführen nach 9 Monaten, wenn die alle schon wieder entlassen sind. Liebe FDP, das könnt ihr nur wirklich vergessen. Das ist eine Veralberung der Leute. Und dann noch was zu den Aufstockerinnen und Aufstockern. Aufstockerinnen und Aufstocker, die Vollzeit arbeiten, verdienen so wenig, dass sie anschließend dort Hartz IV beantragen müssen. Wir treiben diesbezüglich eine Subvention jährlich von 10 Milliarden Euro. Die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler Deutschlands bezahlen an die Aufstockerinnen und Aufstocker 10 Milliarden Euro. Und die Frau Bundeskanzlerin sagt ja mal, sie ist stolz darauf, dass der Staat. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, Frau Bundeskanzlerin, ich muss Ihnen mal sagen, ich finde das ein bisschen unverfroren und arrogant. Sie halten hier eine Regierungserklärung, ich höre Ihnen die ganze Zeit zu und die Erwiderung aus der Opposition, da stehen Sie auf, laufen rum und hören nicht zu. Das ist nicht anständig und es ist arrogant und falsch, wenn ich das mal deutlich sagen darf. Abgesehen davon hatten wir zunächst eine Bankenkrise, dann eine Krise des Euro und haben jetzt eine Staatsschuldenkrise. Übrigens auch in unserem Land. Denn Bund, Länder und Gemeinden haben neue Schulden im Umfange von 300 Milliarden Euro im letzten Jahr gemacht. Davon sind 232 Milliarden Euro auf die Bankenkrise zurückzuführen. Und ich habe eine Frage. Wer bezahlt jetzt diese Schulden? Ganz eindeutig bei uns, die Bürgerinnen und Bürger, nämlich die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, sogar die Hartz-IV-Empfangenden. Aber es gilt nicht das Verursacherprinzip, sonst würden nämlich die Banken das bezahlen müssen. Und genau das haben Sie immer abgelehnt. Ja, das ist wahr, das haben wir schon mal gesagt, aber geändert haben Sie es nicht, weil Sie die Banken immer schonen, weil ja bei Ihnen die Bankenlobby regiert, nicht Sie selbst. Das ist nämlich das Problem, mit dem wir es hier in Deutschland zu tun haben. Und dasselbe gilt übrigens auch für Zahlungen in Europa. Und die Privatbanken verdienen ja glänzend. Ich muss Ihnen mal zwei Beispiele nennen, Herr Kauder, damit Sie das auch verbreiten in Baden-Württemberg. Also, erstes Beispiel. Die Europäische Zentralbank gibt ja keine Kredite an Staaten, auch nicht in Ausnahmesituationen, obwohl das jetzt dringend notwendig wäre. Was macht die Europäische Zentralbank? Die gibt zum Beispiel der Deutschen Bank einen Kredit von 1 Milliarde und verlangt 1 Prozentpunkt Zinsen. Dann geht die Deutsche Bank zur griechischen Regierung und zur irischen und sagt, wir haben gehört, ihr braucht Geld. Und dann sagen die, ja, das wäre ja schön, wir hätten gerne 1 Milliarde Euro. Und dann sagen die, ja, das machen wir, wenn ihr uns 13% Griechenland oder 10% Irland an Zinsen gebt. Mit einer Überweisung verdienen die ein Schweinegeld, ohne irgendetwas hergestellt oder einen Wert geschaffen zu haben. Ja, und ich sage Ihnen jetzt mal das zweite Beispiel. Jetzt müssen Sie noch das zweite Beispiel verbreiten, Herr Kauder. Die Hypo Real Estate haben Sie ja zusammen mit der SPD verstaatlicht. Damals haben wir, das ist ja auch selten, dass die CDU was verstaatlichen will und die Linke Kritik daran äußert. Das lag einfach daran, dass wir gesagt haben, wenn dann das schwedische Modell, dann müssen wir alle Privatgroßbanken übernehmen. Aber sie wollten ja nur die höchstverschuldete Bank übernehmen. Und dadurch haben die Bürgerinnen und Bürger von ihnen die gesamten Schulden der Hypo Real Estate bekommen. Insgesamt sind jetzt an die Deutsche Bank dadurch schon auch von unseren Bürgerinnen und Bürgern 20 Milliarden Euro bezahlt worden. Und deshalb können die riesige Dividenden an ihre Großaktionäre auszahlen und Boni an alle ihre Ackermänner. Das ist die Wahrheit und genau das ist das Problem. Hier brauchen wir endlich Gerechtigkeit. Und jetzt komme ich zu Griechenland.